Am 7.1.2023 von ca. 11.15 Uhr bis 12.45 Uhr führte der Verkehrsdienst der Polizei Bonn Kontrollen auf der Rathausgasse und der Kennedybrücke durch. Es wurden 16 Verwarngelder und ein Kontrollbericht aufgestellt. Während der Kontrolle auf der Brücke wurden sie von einer Zeugin über einen Diebstahl informiert. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise das Video von dem Einsatz wegen des Diebstahls.